Hallo, meine Lieben. Soziales Verhalten. Ja, was heißt das hier? Komisch. Im Vivarium geht das. Warum geht das hier nicht, dass ich mal alle Tiere auf einer Übersicht sehe und nur die? Ich weiß es nicht. Da lang. So. Wo kriegen die Pillen? Haben die jetzt die immer noch die Pillen oder kriegen die nicht mehr? Wo war das? So, unsere Tiere. Na, nicht eingelagert. Gehege 1. Ja, zeig doch unsere Tiere. Das darf nicht, da sind die. Halt. Sorry. Sorry. Nur die Pfauen. So, wir haben also fünf Orang-Utans und können aber keine verkaufen. Muss ich doch mal gucken. Wir sind ja froh, dass wir sie haben, weil günstig. Die haben wir ja für Blätter erstanden, oder ich? Für Blätter. Es geht ja schon wieder zu weit weg. Was? Ist der Happy? Happy Pfleger. Das ist eine Menge Kacke. Dann mach mal schön sauber. Mein Job ist toll, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Ja, das hört man doch sehr gerne. Das hört man doch sehr gerne. So, was ist das? Aha, okay. Sergio. Wo bist du denn da? Ah, das ist zu viel Frauen. Du Armer. Na denn, warte. So, geht's hier jetzt besser? Ich muss aber eine Ecke anfangen und dann. So, unsere Spinne. Ach, da haben wir immer noch keine. Der hat ja hoffentlich doch trotzdem seine, wird bald erwachsen. Trotzdem hoffentlich seine Dixie kriegt. Seine Pillen.
Was wollte ich jetzt? Ach so. Goliath Vogelspinne. Ein Männchen. Goliath Vogelspinne. So, du Arme. Hast du auch wieder was zum Kuscheln? Der Kuschelfaktor darf ja nicht zu kurz kommen. Ah, Tamara kriegt Junge. Marco raus. Soziales Wohlbefinden. Alonso ist zu alt. Und Carla. Fühlt sich auch nicht wohl. Wir brauchen ein Männchen, also brauchen wir ein Männchen für die Abgottschlange. So, bitteschön. Abgottschlange. Schneckchen, unser Schneckchen, Weibchen, ein jüngeres Weibchen für die. Ein Weibchen. So, das habe ich mir also jetzt auch angewöhnt, danach zu gucken. Wo waren wir denn? Ja, da waren wir zuletzt. Aha. Quatsch, die bleiben und die gehen weg. Axolotl, oh, so. Okay. Was ausgewachsen? Das ging noch nicht. Sie wachsen weg. Wieder sind auch wieder unsere großen wandelnden Blätter sind zwischendurch auch schon wieder gestorben, bevor ich da austauschen konnte. Fast erwachsen. Was ist jetzt los? So, das Männchen kann nicht so. Hier schnell mal, wie man sich hier ganz schnell mal verklickt. Ein Skorpion. Ja, die darf natürlich nicht. So, wir müssen also
So, die muss also hier bleiben. Die muss erstmal hier bleiben. Bis die andere die Babys gekriegt hat. Ja. Klapperschlange kriegt auch, Junge. Gut. Ach, der ist gar nicht mehr drin. Und unser Frosch. Oh, reichlich. Na. Auch keine. So. Dann können wir hier gucken. Riesenbockkäfer. Vor dem wieder kriegen. Pillendreher haben wir auch nicht mehr. Ne, kein. Ich sehe kein Käfer da, kein. Wie einfach abgelaufen. Okay. Wo ist unser Frosch? Unser, wie heißt er? Lehmann. Wo ist denn unser anderer Lehmann? Nicht zwei Lehmann, zwei Lehmänner gehabt? Ey. So. So, aber jetzt, so, jetzt erstmal wieder kurbeln. 26 bis 31. So, 80 bis 90. So. Den hatten wir ja schon mal. Bloß wenn du zwischendurch keine Tiere mehr zum Nachkaufen kriegst, dann sterben die irgendwann weg. Da machst du gar nichts dran. Du kannst versuchen, was du willst. Es nützt ja nichts. Achso, ich muss mir ja noch die Info-Dings ändern. Ne, dich meine ich nicht. Weg. So, ist das auch wieder richtig. Schrecklicher Pfeilgiftfrosch. Ich mache mal erstmal alles, weil ich habe noch zu wenig Ahnung, wie das am besten eingestellt werden kann. So, jetzt haben wir hier natürlich noch einen Haufen Leere. Was denn mit unserer schönen Schabe? Das Schabe haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hier, her. So. Wo sind meine Schafe? Hier. War da unten unser anderer Pfeilfrosch, den ich? So.
Und die können wir doch erstmal alle. Komme ich ja komplett durcheinander. Ey. Schabe 25 bis 30. So. Das ist der Vorteil, wenn man die Tiere schon erforscht hatte. Infostand einrichten. Aber leer stehen wollen wir es ja nicht lassen. Wir wollen ja. Ah, den Blauzungen-Skink haben wir doch, glaube ich, ne? Aber hier, die haben wir nicht. Hey, mach doch mal bitte wieder an hier. Was habe ich denn jetzt gekauft? Haben wir jetzt ein Männchen oder haben wir ein Weibchen? Scheiß. Ein Weibchen haben wir bis jetzt. Weil die kriegt man nämlich auch nicht immer. So. Erstmal einstellen. 21 bis 32. So, jetzt interessiert mich natürlich mal unser Orang-Utan. Ab wann er geschlechtsreif ist. Selbstsicher. 44 Jahre ist ja gut. Dreizehn Jahre bis zur Geschlechtsreife. Dreizehn Jahre, das ist natürlich ganz schön. Da könnten sich unsere. Jo, da könnten sich unsere blauen Vs mal eine Scheibe abschneiden. Tier ist durstig. Ey, ich will nicht. Ah, da kommt auch schon an die Rand.